Und wir haben natürlich noch einen Kumpel an der Theke stehen. Es steht hier drin, du bist älter als mein VW-Bus. Das tut mir leid, aber das ist vielleicht auch so. Das kann sein. Guck mal, du hast jetzt an Hans-Werner Olm aber noch einen auf der Bühne, der noch älter ist als du, ja? Und er heißt Thies Neubert. Und es wurde über dich wurde auch was geschrieben, was ich ganz schön fand. Der Föte und der Fatz, also die Klugscheißer-Abteilung, hat mal über dich geschrieben, Thies Neubert sorgt für das emotionale Tüpfelchen auf dem Igitt. Besser kann man es nicht sagen. Komm raus, du Streber, Thies Neubert! Ja, hallo, guten Abend. Also tolle Anmoderation. Ja. Ich bin sowieso froh, dass ich es überhaupt geschafft habe, heute hier aufzutreten. Ich hatte heute Morgen noch ziemliche Bauchschmerzen. Ich war nämlich gestern Abend das erste Mal in meinem Leben vegan essen, in so einem veganen Restaurant. Und dieses Buchweizen-Kresse-Dinkel-Gratin, das war ja noch okay. Aber was wohl immer noch schwer im Magen hing heute Morgen, das war dieser Brennnessel-Auflauf. Ja. Ja, aber was gut schmeckte, wirklich, das war dieser Öko-Rosé-Wein aus von sich aus freiwillig heruntergefallenen Weintrauben. Ja, das ist super. Ja, also helle und dunkle Trauben wegen Antirassismus und so. Ja, aber jetzt geht's wieder einigermaßen. Und ja, was ich eigentlich erzählen wollte, Stichwort Frauenquote. Ich glaube nicht, dass wir heutzutage noch eine Frauenquote brauchen. Ich gehe ein bisschen in die Politik gerade rein. Ihr werdet es merken. Und zwar denke ich doch, dass ihr Mädels heutzutage viel selbstbewusster, viel souveräner seid, als wir Typen. Ja, das erlebe ich wirklich regelmäßig. Erst vorletzte Woche war ich beim Kumpel in München. Ja? Wir hatten schon fantastisches Frühlingswetter. Und wir saßen da tagsüber im Biergarten, vor uns der Milchkaffee. Und neben uns zwei Mädels. Ja, so Anfang 18, wenn überhaupt. Und sie hielten sich da so ganz offen laut über ihre sekundären Geschlechtsmerkmale. Ja, so beispielsweise hier so, ja, du jetzt hier mit deiner tollen Sommerbluse bei diesem schönen Frühlingswetter. Ja, da kommen deine Riesenmöpse so richtig schön zur Geltung. So schön groß und ich dagegen mit meinen beiden Parallelmückenstichen hier. Ja, kann ich mal anfassen? Ja, klar. Ja, ich meine, ich weiß nicht, bei uns Typen ist das nicht so, oder? Mensch, Michi, du jetzt hier bei diesem schönen Frühlingswetter mit deiner neuen Sommershorts. So schön geformt untenrum, wie so eine Banane. Wie so eine Rakete. Oder diese Pfeffermühle vorgestern beim Italiener, dieses Riesending. Und auch als du gerade hier mit dem Fahrrad ankamst, ja, hat mich schon erinnert an die Tour de France. So Schlacker, Schlacker. Und ich dagegen mit meinem kleinen Tic-Tac hier. Kann ich mal anfassen? Ja, klar. Aber nur ganz kurz. Wir bleiben Freunde. Oh, warte. So einen hätte ich auch gerne. Gibt's nicht wirklich, oder? Na gut, vielleicht hier in Köln. Aber normalerweise nicht, ja? Und ich muss an dieser Stelle auch kurz was Persönliches vortragen. Also wir haben ja nicht so viel Zeit hier. Aber ganz wichtig für mich ist immer wieder, dass ich kurz erwähnen muss, ich stehe mehr, falls hier Single-Frauen dabei sind, wir stehen nachher noch alle in der Theke hoffentlich, ich stehe mehr so auf kleinere Brüste. Ja? Doch, ich weiß nicht, kleinere Busen, die wirken irgendwie so freundlicher. Ja, so zuvorkommender. Höflicher. Irgendwie so nach dem Motto, kann ich helfen? Oh nee, danke, ich guck nur. Ja? Ich weiß nicht, große Brüste, die wirken irgendwie so, was weiß ich, so wir schließen in 5 Minuten. Ja. Ja, das ist nicht sowas für mich, aber gut. Stichwort Selbstbewusstsein der Frau, das habe ich letztens auch noch erlebt, das muss ich kurz loswerden. Da war ich auf so einer Angeber-Medienparty in München und da habe ich mich irgendwie reinschmuggeln können. Und da hat mich dann so eine Salzburgerin, wie soll ich sagen, die habe ich kennengelernt und die hat mich dann abgeschleppt. Ja? Die hat mich dann zu sich in das Hotelzimmer mitgenommen und wir haben dann nachts so ein bisschen rumgemacht, so knisternde Erotik, wie man sich das so ein bisschen vorstellt. Da sagt die, während wir da so rummachen, sagt sie zu mir, hier, wie heißt du nochmal? Ich so, ja, Thies. Ja, ja, Thies, sei lauter, ich will dich hören. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Habe ich gesagt, 1, 2, check, check, 1, 2. Dankeschön. Yeah.